Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Ja, grüß Gott. Willkommen zurück bei Zellner live. Und mir zugeschaltet ist jetzt der Parteichef der MFG, Michael Brunner. Grüß Gott, Herr Brunner. Grüß Gott, Herr Zellner. Danke für die Einladung. Herr Brunner, ich würde gleich einmal starten mit der Wahl vom vergangenen Sonntag. Da gab es eine Lokalwahl in Waidhofen in Niederösterreich und die MFG hat dort auf Anhieb 17% geschafft, damit zwei Stadträte bekommen. Woran liegt denn dieser Wahlerfolg oder worauf führen Sie das zurück, dass Sie dort so stark zulegen konnten? Der Wahlerfolg liegt sicherlich ja darin begründet, dass wir eine sehr volksnahe Partei sind. Wir gehen mitten in die Bevölkerung und wir gehen mit der Bevölkerung und die Bevölkerung weiß, dass wir uns um ihre Anliegen kümmern und nicht parteipolitische Interessen vertreten. Und wir treten ganz stark und vehement für die Freiheits- und Grundrechte ein und die Bevölkerung lässt sich das eingesperrt sein und die Maßnahmen einfach nicht mehr gefallen. Jetzt ist parallel mit der Zunahme bei der MFG ein ziemlicher Absturz der anderen Parteien zu verzeichnen. Die ÖVP hat ihre absolute Mehrheit verloren, auch die FPÖ hat stark verloren. Da gab es anscheinend einen Wähleraustausch. Konnten Sie das schon analysieren, wo diese 17% MFG-Stimmen hergekommen sind? Nein, das lässt sich, glaube ich, nicht wirklich sagen, aber ich gehe davon aus, dass ein wesentlicher Teil von der ÖVP gekommen ist, nachdem die ÖVP ja rund 19% verloren hat. Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, wird die MFG bei den nächsten Landtagswahlen antreten? Da stehen jetzt einmal zwei Landtagswahlen unmittelbar vor der Tür, die vielleicht sogar noch heuer stattfinden könnten. Das eine ist Tirol und das andere ist Niederösterreich. Haben Sie sich schon entschieden, werden Sie mit der MFG bei diesen beiden Landtagswahlen antreten? Also wir werden nicht nur bei diesen beiden Landtagswahlen antreten, sondern bei allen Landtagswahlen, die in Österreich stattfinden. Verstehe, das heißt, bei allen Landtagswahlen, die jetzt stattfinden, werden Sie mit der MFG antreten, landesweit dann? Landesweit treten wir an. Die nächste Wahl, bei der wir antreten, ist am 27. Februar in Tirol, die Gemeinderatswahl bzw. Bürgermeisterwahl. Was erwarten Sie sich dort für ein Ergebnis oder für Ergebnisse, weil da wird ja in unterschiedlichsten Gemeinden gewählt? Ich erwarte mir dort genau dasselbe großartige Ergebnis wie in Waidhofen. Ja. Jetzt gibt es ja auch eine bundesweite Wahl zumindest heuer, das wird die Bundespräsidentenwahl sein und auch da haben Sie ja zuletzt immer wieder gesagt, Sie überlegen ein Antreten bei der Bundespräsidentenwahl. Gibt es da schon eine Entscheidung dazu? Nein, Entscheidung haben wir noch keine getroffen. Wir ordnen einmal die derzeitigen Wahlen, die vor der Tür stehen und werden dann zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob wir bei der Bundespräsidentenwahl antreten oder nicht. Aber es ist durchwegs möglich, dass wir antreten werden. Das heißt, Sie würde das reizen, bei der Bundespräsidentenwahl mit der MFG anzutreten? Es ist eine Entscheidung des gesamten Bundesvorstandes bzw. der gesamten Partei. Ich kann es mir vorstellen. Wir müssen aber natürlich abwiegen. Wer würde denn da als Spitzenkandidat in Frage kommen? Nachdem wir ja noch nicht wissen, ob wir antreten, haben wir uns auch noch keine konkreten Gedanken über den Spitzenkandidaten gemacht, weil das die erste Frage ist, treten wir an? Und wenn ja, ist die zweite Frage, wer wird Spitzenkandidat? Aber könnten Sie sich eigentlich auch persönlich vorstellen, anzutreten? Grundsätzlich kann ich mir das auch vorstellen, persönlich anzutreten. Jetzt hört man, es gab zuletzt auch einige Termine und Gespräche mit Heinz-Christian Strache. Worum ging es denn da? Ist da eine Kooperation geplant zwischen der MFG und Heinz-Christian Strache? Es gab zwischen MFG und Heinz-Christian Strache keine Termine. Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt. Verstehe, das heißt, Sie haben ihn nicht getroffen? Ich habe ihn nicht getroffen und auch niemand anderer, soweit ich weiß, vom Bundesvorstand. Okay, und Sie schließen eine Zusammenarbeit mit Heinz-Christian Strache auch aus? Ich schließe eine Zusammenarbeit dezidiert aus. Okay, warum? Weil Christian Strache sich ja nicht bewährt hat, wie wir aus der Vergangenheit wissen. Okay. Wo würden Sie die MFG denn jetzt eigentlich politisch einordnen? Weil Sie
sind die Anti-Impf-Partei, als solche sind sie bekannt, aber gibt es eigentlich auch noch ein anderes politisches Programm oder ist das wirklich zugespitzt auf diese Impffrage bei Ihnen? Das politische Programm ist ja sehr mannigfaltig. Das sehen Sie, wenn Sie unsere Homepage und das Parteiprogramm aufrufen. Wir haben ja viele Vorstellungen und Reformvorschläge für das Bildungswesen, für das Gesundheitspflegewesen, vor allem auch für den Justizbereich und für den Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit. Also wir sind keineswegs nur auf Corona fokussiert. Das Corona-Thema ist derzeit besonders aktuell, weil es die gesamte österreichische Bevölkerung seit 2 Jahren beschäftigt und auch tagespolitisch kein anderes Thema so viel Bedeutung hat wie dieses. Jetzt sind Sie aufgrund dieser Positionierung bei Corona natürlich sehr stark auch im Mitbewerb mit der FPÖ. Wie unterscheidet sich denn eigentlich die MFG von der FPÖ? Dass wir keine Berufspolitiker sind und dass wir direkt aus der Bevölkerung kommen und ohne Wenn und Aber Freiheits- und Grundrechte vertreten, in jeder Beziehung. Jetzt werden Sie immer wieder auch als radikale Impfgegner tituliert. Ist diese Beschreibung zutreffend? Also wir sind weder radikal noch sind wir Impfgegner. Viele von uns sind geimpft mit diversen Impfungen. Ich selbst lasse mich impfen, wenn ich Fernreisen mache oder wenn ich in unwegsame Gebiete fahre. Ich bin gegen Tetanus geimpft. Es geht um diese eine SARS-CoV-2-Impfung, die keine Impfung ist. Und hier ist unser Standpunkt. Es soll jeder frei entscheiden, ob er sich damit behandeln lassen möchte oder nicht. Und wenn er sich dafür entscheidet, dann fordern wir eine umfassende Aufklärung durch einen Arzt. Darf sich eigentlich jemand, der sich mit oder gegen Corona impfen lässt, darf der bei Ihnen Parteimitglied werden oder ist das ein Ausschlussgrund? Selbstverständlich, jeder ist willkommen, ob geimpft oder ungeimpft. Wir schließen niemanden aus, es wird niemand von uns diskriminiert. Gibt es Corona-Geimpfte bei Ihnen in der Partei? Also der Impfstatus ist bei uns kein Thema. Wir fragen nicht danach. Sicher wird es bei uns geimpfte Personen auch geben. Jetzt ist die Impfpflicht natürlich, wie Sie schon sagen, ein großes Thema bei Ihnen. Die wird jetzt mit Anfang Februar, etwas später als ursprünglich geplant, in Kraft treten. Allerdings als eigentlich zahnloses Gesetz. Es wird nicht kontrolliert, es wird vorerst nicht gestraft. Was stört Sie denn so sehr an diesem Gesetz? Weil de facto ändert sich ja eh nichts. Es wird sich sehr wohl etwas de facto ändern, nämlich dann ab dem 16. März bzw. Anfang April, weil es sind ja sehr wohl hohe Verwaltungsstrafen vorgesehen. Aber jetzt in den ersten Wochen tut sich ja mal gar nichts. Das heißt, mit der Impfpflicht, wie sie jetzt käme, hätten Sie kein Problem, wenn nicht gestraft wird. Selbstverständlich haben wir damit ein Problem, weil eine Impfpflicht, die nicht evidenzbasiert ist und rechtlich nicht begründbar, darf kein Gesetz in Österreich sein. Warum ist es rechtlich Ihrer Meinung nach nicht begründbar? Wir wissen es. Es geht, die Gefährdungslage bei SARS-CoV-2 ist 0,15% laut Professor Ioannidis. Betroffen sind nur bestimmte Risikogruppen. Die Impfung ist auch nur bedingt zugelassen, weil wesentliche Studien fehlen. Es fehlen Studien über mittelfristige und langfristige Auswirkungen. Diese Impfung kann keine sterile Immunität erzeugen, ist auch nicht geeignet gegen den derzeitigen Omikron-Virus. Und die Impfschadensfälle erreichen bereits eine Millionenhöhe. Und auf dieser Datenbasis bzw. Faktenlage kann keine Impfung rechtlich begründet werden. Ja, demgegenüber stehen aber natürlich auch die positiven Aspekte der Impfung und was wissenschaftlich mittlerweile erwiesen ist, ist, dass diese Impfung sehr wohl gegen schwere Verläufe schützt, großteils auch gegen Hospitalisierungen. Das müssen Sie auch positiv anerkennen. Dass sie gegen schwere Verläufe schützen soll, ist eine Behauptung. Es ist nicht erwiesen. Wenn sich jemand, der geimpft ist, mit dem Coronavirus ansteckt, infiziert und dann einen milden Krankheitsverlauf hat, dann bestätigt das, dass die Impfung nicht wirkt. Aber es bestätigt nicht, dass er ansonsten einen schweren Verlauf gehabt hätte. Das ist ein logischer Fehlschluss. Da gibt es aber viele Wissenschaftler, die das genaue Gegenteil sagen. Die sagen, durch die Impfung wurden hunderttausende Todesfälle verhindert. Behaupten kann man vieles, nur es ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Ich möchte gerne die Studien dazu sehen. Gibt Studien dazu von Wissenschaftlern, die auch unlängst veröffentlicht wurden. Auch die WHO hat das vor kurzem veröffentlicht.
Nach wie vor, es gibt keine Studien, die das beweisen können. Wir sind mit vielen Medizinern in Kontakt. Sie können beispielsweise Professor Hartic fragen. Sie können mit Dr. Fierler von unserer Partei sprechen. Sie können nicht beweisen, dass ein schwerer Krankheitsverlauf dadurch verhindert wird. Und selbst wenn das der Fall wäre, dann rechtfertigt das nach wie vor nicht diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriff, weil, wie gesagt, die Datenlage nicht gegeben ist für einen derart schweren Grundrechtseingriff in das Recht auf Leben, Achtung der Privat- und Familiensphäre, Glaubens- und Gewissensfreiheit und so fort. Sie haben jetzt zwei Ärzte genannt, muss man schon dazu sagen, dass es hunderte Ärzte in Österreich gibt, die das Gegenteil sagen und sagen, dass diese Impfung sehr wohl gegen einen schweren Krankheitsverlauf hilft. Also das, glaube ich, kann man jetzt auch nicht so vom Tisch wischen. Aber warum? Die sind mir nicht bekannt. Man müsste die Namen nennen und dann müsste man sehen, auf welcher Basis Sie diese Meinung vertreten. Ich bin ja immer dafür eingetreten. Kann ich Ihnen allein zig Namen jetzt nennen? Professor Wenisch, Professor Walipur, Dr. Feutl als Kinderarzt, zig andere, die da in den letzten Wochen aufgetreten sind und eben genau das gesagt haben, dass die Impfung gegen schwere Verläufe schützt. Dann möchte ich gerne die Datenlage dazu sehen und die entsprechenden Begründungen. Nur eines, wir sind immer dafür eingetreten, einen öffentlichen Diskurs zu führen mit allen Ärzten, die nicht unserer Meinung sind. Nur dieser öffentliche Diskurs wird ja abgeschnitten. Er wird weder von der Politik gewünscht, noch von den Medien im Großen und Ganzen. Aber was ist denn jetzt verfassungswidrig an diesem Gesetz? Das haben Sie mir noch immer nicht erklären können. Ich habe es Ihnen schon erklärt. Es muss jeder Grundrechtseingriff verhältnismäßig sein. Er muss aufgrund der Sachlage gerechtfertigt sein. Und diese Sachlage ist nicht gegeben. Ein Grundrechtseingriff muss immer Ultima Ratio sein. Beispielsweise, es gibt wirksame Medikamente gegen diese Krankheit. Und nachdem es diese wirksamen Medikamente gibt, ist eine Impfpflicht a priori ausgeschlossen. Das heißt, Ihrer Meinung nach ist es nicht verhältnismäßig, deswegen verfassungswidrig. Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz aufheben wird? Davon gehe ich mit ziemlicher Sicherheit aus. Wie werden Sie sich denn eigentlich ab nächster Woche verhalten? Sie sind ja selber nicht gegen Corona geimpft. Laut Impfpflicht müssten Sie sich impfen lassen. Wie werden Sie damit umgehen? Sie werden das Gesetz bewusst nicht einhalten, oder wie? Ich werde das Gesetz bekämpfen, wie viele andere auch. Wir werden Verfassungsgerichtshofbeschwerden einbringen. Und wenn dann entsprechende Bescheide oder Strafverfügungen erlassen werden, werden diese bekämpft. Und wenn dann aber vom Verfassungsgerichtshof doch so entschieden wird, dass dieses Gesetz der Verfassung entspricht, dann werden Sie auch zahlen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verfassungsgerichtshof diese Entscheidung trifft. Dann werden wir den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen, beziehungsweise auch alle anderen Verfahren weiterführen. Sie haben ja auch die Möglichkeit, wenn Sie einen Strafbescheid bekämpfen und die Beschwerde beim Verwaltungsgericht abgewiesen wird, nach dem Verfassungsgerichtshof den Verwaltungsgerichtshof anzurufen. Ja, aber wenn dann all diese Instanzen durch sind und dem nicht stattgegeben wird, dann würden Sie sich impfen lassen? Mit Sicherheit nicht. Das heißt was, Sie würden dann das Land verlassen oder was würden Sie da machen? Ja, man braucht nicht darüber zu sprechen, bevor diese Instanzen nicht ausgeschöpft sind, weil wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Impfpflicht auf dem rechtlichen Weg fällt. Und sollte sie nicht auf dem rechtlichen Weg fallen, dann wird sie auf dem politischen Weg fallen. 2 Millionen Menschen aus der Bevölkerung kann man nicht einfach übergehen und aussperren und ausgrenzen. Aber weil Sie jetzt gerade von Ausgrenzen und Aussperren sprechen, 2G fällt ja jetzt im Handel, in der Gastronomie, der Lockdown für Ungeimpfte ist bereits beendet worden. Das ist ja genau das, was Sie gefordert haben. Da müssten Sie ja eigentlich jubeln. Wir erfordern die Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen und einen ungerechtfertigten Lockdown für Ungeimpfte aufzuheben, ist keine große Sache, wenn diese Ungeimpften nach wie vor nicht am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, weil es ihnen verboten ist, in ein Theater zu gehen oder sich einfach auch nur schlichtweg eine Kleidung zu kaufen. Ja, aber diese 2G-Regeln werden ja jetzt in den nächsten Wochen sukzessive aufgehoben. Die gibt es ja dann nicht mehr. Ja, dann bleibt eine 3G-Regel übrig, die genauso verfassungswidrig ist. Muss man sich dann halt testen lassen. Also da kann man sich dann entweder testen lassen oder man geht impfen oder ist genesen. Also da
sozusagen hat ja jeder zumindest die Möglichkeit, dann wieder in ein Geschäft zu gehen. Ein Test ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und bedarf der Zustimmung der betroffenen Person und daher auch grundrechtswidrig, weil wir wissen, der PCR-Test ist für diagnostische Zwecke nicht geeignet, er kann auch keine Infektion nachweisen und er erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Daher fehlt die Grundlage für diesen Grundrechtseingriff. Das heißt, Sie sind nicht nur gegen die Impfung, Sie sind auch gegen das Testen, wenn ich das richtig verstehe. Selbstverständlich, weil der Test ja auch nicht zugelassen ist für eine Testung an asymptomatischen Personen. Wenn jemand Krankheitssymptome hat, dann und er durch einen Arzt diese Symptome abgeklärt werden, dann macht ein Test natürlich einen Sinn, aber nicht bei gesunden Personen. Ja, aber wie wollen Sie denn dann Positive herausfischen, Herr Brunner? Positive fischen Sie in dem Sinne heraus, wenn Sie Krankheitssymptome haben. Ich brauche aber niemanden herauszufischen, weil derjenige, der krank ist, wird zu Hause bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen. Aber Herr Brunner, jetzt wissen wir doch nach 2 Jahren Pandemie, dass genau das Tückische an Corona ist, dass eben viele Fälle asymptomatisch sind, aber trotzdem ansteckend sind. Das heißt, die merken nicht, dass sie krank sind, stecken jemand an und der kann dann sehr wohl einen schweren Verlauf und im schlimmsten Fall sogar auf einer Intensivstation landen oder sogar sterben. Also das ist ja sehr kurzsichtig gedacht, wenn man sagt, man testet nur noch Symptomatische. Wenn jemand keine Symptome hat, dann ist er auch nicht ansteckend. Das stimmt nicht, Herr Brunner. Auch Asymptomatische können zu einem geringeren Teil, aber durchaus auch ansteckend sein. Das wissen wir. Zu einem sehr wesentlich geringeren Teil und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass ich nicht in das Grundrecht einzugreifen brauche. Also Sie stehen allen Maßnahmen kritisch gegenüber oder gibt es irgendeine Corona-Maßnahme, die Sie für sinnvoll erachten? Wir fordern schon seit langem die Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen. Es gibt Medikamente, es gibt Behandlungsmethoden. Wenn Erkrankte frühzeitig behandelt werden, dann ist der Verlauf in den meisten Fällen nicht schwer. Das Problem besteht ja darin, dass Menschen, die positiv getestet werden, auch wenn sie tatsächliche Symptome haben, einfach weggesperrt werden. Sie genießen dann keine ärztliche Behandlung und erst dann, wenn aufgrund der mangelnden Behandlung der Krankheitsverlauf schwerwiegend wird, dann werden sie in ein Krankenhaus stationär aufgenommen. Und das ist genau der verkehrte Weg. Wenn jemand krank ist, dann muss er von Anfang an behandelt werden. Gut, abschließend noch zum Volksbegehren. Da gibt es derzeit 2 Wiener Rechtsanwälte, die ein Volksbegehren initiiert haben gegen die Impfpflicht. Unterstützen Sie eigentlich als Partei dieses Volksbegehren? Ein Volksbegehren gegen eine Impfpflicht halte ich grundsätzlich für positiv, aber ich selbst habe mich mit diesem Problem noch nicht auseinandergesetzt, beziehungsweise nicht mit diesem speziellen Volksbegehren. Okay, aber werden Sie es unterschreiben? Das kann ich nicht sagen, weil ich den Inhalt in der Gesamtheit nicht kenne. Grundsätzlich ist ein Volksbegehren gegen die Impfpflicht positiv, aber damit ich es unterschreiben kann, muss ich den gesamten Inhalt kennen. Okay. Herr Brunner, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße. Danke. Wiederhören. Wiedersehen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.